Wie bildet man in der englischen Sprache das Past Perfect und wofür braucht man es? Das erfährst du in diesem Video. So bildet man das Past Perfect in einem positiven Satz. Zuerst haben wir ein Subjekt, dann heard und dann das Past Participle. Zum Beispiel, I had taken, ich hatte genommen, you had taken, du hattest genommen, he, she, it had taken, we had taken, you had taken und they had taken. Man kann die Formen auch abkürzen. Die Contracted Forms lauten dann folgendermaßen. Bei I had walked könnte man sagen I'd walked, you had walked würde zu you'd walked werden und we had walked zu we'd walked. Der negative Satz wird folgendermaßen gebildet. Das Subjekt, dann heard, not und dann das Past Participle. Beispielsweise, I had not taken, ich hatte nicht genommen. You had not taken, he, she, it had not taken, we had not taken, you had not taken und they had not taken. Auch hier die contracted forms. I had not taken kann man sagen I hadn't taken, you had not taken, you hadn't taken und we had not taken, we hadn't taken. Dann noch, wie bildet man eine Frage im Past Perfect? Hier hat man zuerst had, dann das Subjekt und dann das Past Participle. Had I taken? Hatte ich genommen? Had you taken? Had she, he or it taken? Had we taken? Had you taken? Oder had they taken? Wie nutzt man das Past Perfect? Wann braucht man es? Man nutzt das Past Perfect normalerweise zusammen mit dem Past Simple. Wir nutzen es, um zu zeigen, dass ein Ereignis im Past Perfect vorher geschah als das Ereignis im Past Simple. Zum Beispiel, when Laura arrived, Sam had already left. Hier haben wir when Laura arrived, als Laura ankam, das ist im Past Simple. Sam had already left. War Sam schon gegangen? Sam had already left ist dann im Past Perfect, weil es geschah, bevor Laura ankam. The band had just started to play when Kate reached the venue. Die Band hatte gerade angefangen zu spielen, als Kate den Ort erreichte. Hier ist had just started im Past Perfect, weil das geschah, bevor Kate den Ort erreichte. Oder my father had already finished eating when I arrived at home. Mein Vater hatte schon aufgehört zu essen, als ich zu Hause ankam. Had already finished ist also im Past Perfect, während I arrived at home im Past Simple ist. Oder when I arrived at the station, the train had just left. Als ich am Bahnhof ankam, war der Zug gerade abgefahren. Hier ist der Zug abgefahren, bevor ich den Bahnhof erreichte. Hier sollen wir die Situation lesen und dann einen Satz bilden aus den Wörtern in Klammern. You went to Sarah's house, but she wasn't there. Du bist zu Sarah's Haus gegangen, aber sie war nicht da. She had gone out. Sie war ausgegangen. Das ist ein Satz im Past Perfect. You went back to your hometown after many years. It wasn't the same as before. It had changed a lot. Es hat sich stark verändert. Auch ein Satz im Past Perfect, da es sich verändert hat, bevor
du nach Hause kamst, in deine Heimatstadt. I invited Rachel to the party, but she couldn't come. Ich habe Rachel auf die Party eingeladen, aber sie konnte nicht kommen. She had arranged to do something else. Hier brauchen wir das Past Perfect, weil Rachel schon vorher etwas abgemacht hatte, bevor ich sie zur Party eingeladen habe. You went to the cinema last night. You got to the cinema late. Du bist letzte Nacht ins Kino gegangen. Du bist zu spät spät zum Kino gekommen. The film had already started. Der Film hatte schon begonnen, als du kamst. Deshalb brauchen wir das Past Perfect. It was nice to see Daniel again after such a long time. Es war nett, Daniel wiederzusehen nach so einer langen Zeit. I hadn't seen him for 5 years. Ich hatte ihn nicht gesehen während 5 Jahren. Hier brauchen wir auch wieder das Past Perfect, da ich ihn ja vorher nicht gesehen habe, bevor ich ihn dann wieder gesehen habe. I offered Sue something to eat, but she wasn't hungry. Ich habe Sue etwas zum Essen angeboten, aber sie war nicht hungrig. She had just had breakfast. Sie hatte gerade zuvor gefrühstückt. Das Frühstück passiert also, bevor ich Sue etwas zum Essen angeboten habe. Deshalb brauchen wir das Past Perfect. She had just had breakfast. Hier sollen wir das Past Simple und das Past Perfect gebrauchen. By the time my mom came home from work, I had already eaten a pizza. Als meine Mutter von der Arbeit nach Hause kam, hatte ich schon eine Pizza gegessen. Der erste Teilsatz, da brauchen wir also das Past Simple, da es passierte, nachdem ich die Pizza schon gegessen hatte, wofür wir das Past Perfect brauchen, had already eaten. I had worked in the office for more than half a year before anyone spoke to me. Ich hatte schon im Büro gearbeitet während mehr als einem halben Jahr, bevor jemand mit mir gesprochen hat. Zuerst das Past Perfect, da das vorher geschah, bevor dann jemand endlich einmal mit mir gesprochen hat. Sorry, I didn't send you a postcard, but I had forgotten your address. Ich entschuldige mich, dass ich dir keine Postkarte geschickt habe, aber ich hatte deine Adresse vergessen. Das Vergessen der Adresse geschah also, bevor die Postkarte nicht gesendet wurde. Deshalb braucht man im ersten Teilsatz didn't send, also past simple, und dann im zweiten past perfect, had forgotten. When Gary and Jessica arrived at the cinema, the new Bond film had already started. Als Gary und Jessica beim Kino ankamen, hatte der neue Film schon begonnen. Sie kamen also an und der Film hatte schon begonnen. Deshalb braucht es im ersten Teilsatz arrived, past simple, und im zweiten Teilsatz had already started. The students were in trouble because they had not done the necessary tasks. Die Schüler bekamen Ärger, weil sie die Aufgabe nicht gelöst hatten. Deshalb brauchen wir zuerst were im Past Simple und nachher hadn't done im Past Perfect, weil das, was im zweiten Teilsatz ausgedrückt wird, ja geschah bevor dem, das im ersten Teilsatz ausgedrückt wird. After Ashley had eaten some mushrooms, she began to feel sick. Nachdem Ashley Pilze gegessen hatte, fühlte sie sich plötzlich schlecht. Zuerst isst Ashley Pilze. Das passiert vorher, bevor sie sich dann schlecht fühlt. Darum zuerst past perfect und dann past simple. Kate emigrated to the US in 2010. By January 2011, she had already got a job in an office. Kate emigrierte in die USA im Jahr 2010.
Im Januar 2011 hatte sie schon einen Job in einem Büro bekommen. Wir sollen die folgenden Sätze mit because beenden. I went to the lost property office because I had lost my passport. Ich bin ins Fundbüro gegangen, da ich meinen Pass verloren hatte. Das Verlieren des Passes geschieht also, bevor ich ins Fundbüro gehe. Theresa couldn't buy a present for her mom because she had spent all her pocket money. Theresa konnte kein Geschenk kaufen für ihre Mutter, weil sie ihr ganzes Sackgeld bereits ausgegeben hatte. Das Ausgeben des Taschengeldes geschah, bevor sie ihrer Mutter kein Geschenk kaufen konnte. Tom wanted to have the new mobile, because he had seen it in the commercials. Tom wollte sich das neue Handy kaufen oder wollte das neue Handy haben, da er es zuvor in der Werbung gesehen hatte. Yesterday, Blake couldn't go to work, because he had had an accident with his car. Gestern konnte Blake nicht zur Arbeit gehen, da er einen Unfall mit seinem Auto gehabt hatte. Der Unfall passierte also, bevor er nicht zur Arbeit gehen konnte. Grandma didn't recognize her granddaughter, because she hadn't seen her for 3 years. Großmutter erkannte ihre Enkelin nicht, weil sie sie für 3 Jahre nicht gesehen hatte oder seit 3 Jahren nicht mehr gesehen hatte. I couldn't go to the meeting on time, because I had missed the bus. Ich schaffte es nicht, rechtzeitig zum Meeting zu gehen, da ich den Bus verpasst hatte. Zuerst verpasst die Person also den Bus und dann schafft sie es nicht, rechtzeitig zum Meeting zu kommen. Möchtest du das Thema noch ein bisschen weiter vertiefen? Dann schau auf schularena.com vorbei, denn dort gibt es viele Vertiefungsübungen dazu.